loslassen und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Beziehungen. Und das ist natürlich auch was ich in meiner Praxis ganz oft höre, wo Leute noch verhaftet sind in alten Beziehungen und oder an alten Themen hängen, an Verlusten hängen, weil jemand gegangen ist, weil jemand gestorben ist, weil ein Kontakt beendet wurde oder weil man sich womöglich noch ärgert über jemanden, weil man mit jemandem mal gestritten hat oder sich sehr zerstritten hat und das vielleicht nicht ausgeredet hat. Und das sind alles so Verbindungen der Vergangenheit. Ganz oft merke ich jetzt, wenn es um romantische Beziehungen geht, dass meine Klienten ein Muster haben. Und wenn du dieses Muster auch bei dir erkennst, dann kannst du ja mal auf jeden Fall diese Übung machen, die wir jetzt dann nachher machen, aber auch einmal das dir noch einmal bewusst machen. Das Muster, wenn Leute in der Vergangenheit verhaftet sind, das ist meistens einmal die Frage, warum, also liebt er oder sie mich überhaupt nicht mehr? Warum hat er sie das überhaupt gemacht? Was denkt sich er sie jetzt überhaupt? Also das heißt, alle Fragen gehen dann immer nach außen, gehen immer zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin. Und da zieht man ja automatisch das ganze Bewusstsein von sich selber ab. Und verstehe mich nicht falsch, du kannst natürlich an jemanden hängen. Das passiert mir auch und auch traurig sein. Aber lösen wirst du es nur in dir selber können. Das heißt, die Frage, warum ist XY nicht mehr mit mir zusammen? Warum liebt XY mich nicht so sehr wie seinen Neuen oder seine Neue? Warum hat XY das und das zu mir gesagt? Egal, wenn solche Gedanken sind, dann bist du nicht bei dir und dann kannst du das nicht lösen. Lösen kannst du es nur in der absoluten Klarheit, dass du bei dir sein musst. Und man kann sich dann mit diesen Fragen beschäftigen. Nur anstatt zu fragen, was fühlt denn diese Person jetzt oder was denkt sich diese Person dabei? Warum hat diese Person das über mich gesagt? Stellt man sich die Fragen anders, nämlich so, dass sie dich selber betreffen, dann würde ich sagen, warum hänge ich an dieser Person? Was hält mich mit dieser Person noch in Verbindung? Wo wurde ich durch diese Person gekränkt? Was brauche ich, dass ich diese Kränkung loslassen kann? Was brauche ich, damit ich diesen Schmerz loslassen kann, diese Enttäuschung loslassen kann? Was brauche ich? Und vielleicht noch wichtiger und zukunftsweisender, was kann ich tun, dass mir das nicht andauernd passiert? Denn wenn ich so auch bei meinen Klienten schaue, die haben oft so Muster wie und täglich grüßt das Murmeltier. Das heißt, die lernen jemanden kennen und dann wiederholt sich oft einmal dasselbe Hamsterrad immer wieder. Die sind immer vergeben, die sind nicht treu, die bleiben nicht. Und da würde ich mich dann auch einmal fragen, woran liegt es denn? Was kann ich bei mir lösen? Wie kann ich denn da umgehen, dass ich mit diesen Themen umgehen kann? Und wie kann ich gut mit diesen Themen wirklich dann auch arbeiten? Und das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es geht nicht darum, warum liebt mich diese Person nicht mehr, warum hat mich diese Person verlassen, warum ist diese Person gegangen, sondern warum hänge ich noch? Wo hänge ich noch? Was brauche ich noch, um das zu verdauen? Und es passieren ja mal unangenehme Sachen, es passieren ja mal Dinge, die uns negativ beeindrucken. Aber was kann ich dann tun? Was brauche ich, um diese Dinge lösen zu können? Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Und das sind die einzigen Fragen, wo du arbeiten kannst. Du kannst das nur in deinem Innersten lösen und mit dir selber ausmachen. Also du kannst deinen Ärger in Bezug auf XY, deine Enttäuschung in Bezug auf XY, das kannst du loslassen. Das kannst du bearbeiten. Da kannst du dich entscheiden, nicht mehr deine Energie hinzurichten. Und das ist eine ganz, ganz einfache Übung mal. Da machen wir jetzt nicht groß eine Meditation, sondern das ist die freie Entscheidung. Ich habe jetzt den freien Willen. Und das musst du dir jetzt mal bewusst machen.
Jeder Mensch. Ich habe einen freien Willen. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich an eine Person denke und deshalb mich womöglich kränke, deshalb mich schwäche, deshalb sentimental werde, deshalb traurig werde. Oder ich kann mich entscheiden, die Energie nicht dorthin zu geben, sondern mal zu sehen, okay, ich erkenne, wenn ich jetzt mit mir selber rede, okay, ich erkenne, ich hänge jetzt noch an XY, ach komm, das wird schon nicht so schlimm, jetzt machen wir was anders, lenken wir uns ab. Und dann wird man merken, dass du diese Person mehr und mehr loslassen kannst. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, wirklich nicht dann in der Sentimentalität zu hängen. Und da höre ich so oft von Klienten und Klientinnen, aber ich kann doch nicht, das ist die große Liebe, das ist karmisch, das ist was weiß ich was. Das war so eine wunderbare Verbindung, das mag alles sein und das streite ich ja nicht ab. Es geht nur darum zu sagen, jetzt ist sie halt nicht mehr da. Und das heißt ja nicht, dass so etwas nicht nochmal kommen kann oder hoffentlich schöner kommen kann. Denn eines ist ja klar, die Beziehung ist ja gescheitert, sonst wäre man ja noch zusammen, die Freundschaft ist gescheitert, sonst hätte man nicht gestritten. Das heißt, so toll kann sie dann nicht gewesen sein, wenn man sagt, okay, das sollte dann halten, dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Parameter, auf die man achten sollte. Und wenn ich dann diesen Punkt, dieses ich kann nicht, aber ich kann nicht, ja, dann ist das innere Ohnmacht. Und auch das ist ein Gefühl, das ist okay, dass du das hast. Es ist völlig okay, in der Ohnmacht zu sein. Nur du musst es dir eingestehen, es ist völlig okay, in der Ohnmacht zu sein. Und ich spüre schon wieder, ich kann nicht. Und wenn ich das spüre, ich kann nicht, dann gehe ich zu dem Teil in mir, der kann. Dann gehe ich zu dem Teil in mir, der kann, und den gibt es auch. Der ist immer da. Es gibt einen Könner, einen Macher, einen Tuer, jemanden, der sich durchsetzen kann in dir. Du gehst zu dem Teil, der etwas kann, der etwas möglich macht. Und zu diesem Teil verbindest du dich dann hin. Das heißt, ich spüre jetzt mit jeder Faser meines Seins, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann kommt deine Erwachsenen-Eigenverantwortung dazu, dass du sagst, okay, aber ich konzentriere mich jetzt auf den Teil, der das schafft, aus diesem Schmerz rauszugehen. Und das klingt jetzt vielleicht am Anfang etwas befremdlich oder vielleicht auch unmöglich für dich, aber das kannst du trainieren. Diesen Teil kannst du trainieren. Und dann wirst du auch klarer, kriegst mehr Resilienz, kriegst viel mehr Spannkraft. Und dann wirst du merken, dass es dir ganz leicht fällt, diese Dinge auch loszulassen. Gut, und jetzt wollen wir eine Übung machen, um eben Ex-Partner, Ex-Freunde, Ex-Freundinnen, Ex-Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, alte Beziehungen einfach abzutrennen und loszulassen. Und wenn du dich an Teil 1 erinnerst, da haben wir mit dem inneren Kind gearbeitet und auch ein bisschen mit dem Wurzelchakra. Und jetzt arbeiten wir mit dem Solarplexus und dem Herzen. Und der Solarplexus ist ja hier, so Magengegend und Herz, natürlich hier auf der Brust. Der Solarplexus ist so dieses Zentrum, wo es um ich und die anderen geht. Und auch um die Emotionen. Also haben wir auch so zwischenmenschliche Liebesbeziehungen, haben wir auch im Solarplexus Aspekte drinnen. Darum ist das Sprichwort Liebe geht durch den Magen gar nicht so verkehrt. Also man kann auch diese romantischen Beziehungen im Solarplexus sehen. Und die werden jetzt in dieser nächsten Übung gereinigt, wo wir soziales Detox machen. Social Detox, ja, in Neudeutsch. Und das werden wir jetzt einmal angehen. Du kannst deine Augen schließen und einfach mal so tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und tief einatmen.
Und wieder ausatmen. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich mehr und mehr. Du trittst jetzt diese Meditation, diese Reise an, um soziale Kontakte loszulassen, die du nicht mehr benötigst in deinem Leben. Vielleicht sind es Ex-Partner, vielleicht sind es Ex-Arbeitskollegen, vielleicht sind es Freundinnen, Geschwister, jegliche sozialen Kontakte, wo du Verwicklungen hast, wo du vielleicht mal enttäuscht wurdest, wo du dich jetzt noch ärgerst. Kontakte, die dich einfach schwächen und dein Energiesystem runterziehen. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und ganz tief ein und wieder aus. Und wir werden jetzt beginnen, dass wir zuerst mal die innere Bewusstheit stärken. Du spürst jetzt mal dein Unterbewusstsein, das du in Teil 1 dieser Reihe ja integriert hast, dein inneres Kind. Und du sagst jetzt deinem inneren Kind, ich habe da so einen ganz alten, abgestaubten, verstaubten Keller und den wollen wir jetzt einmal ausmisten gemeinsam. Und da machen wir jetzt dann ganz groß reine und danach gehen wir auf ein Eis. Und spür mal, wie dein Unterbewusstsein sagt, ja cool, das ist eine gute Idee, dann räumen wir mal aus. Also du hast dein Unterbewusstsein auf deiner Seite. Und auch dein Verstand sagt jetzt, gut, endlich werden wir da frei, dass wir unsere ganze Inspiration und Kreativität wieder in der Gegenwart haben. Und du spürst, dass auch dein Körper sagt, ja, das ist gut. Dann gehe ich einfach wieder voller Selbstbewusstsein, voller Kraft in die Zukunft. Und du spürst, dass schon so viele Teile ja dazu sagen. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und nun beginnt eine tiefe, tiefe Wandlung in dir. Und das ist jetzt ganz wesentlich. Alle Definitionen fallen von dir ab. Du bist nicht mehr Sohn, Tochter, Partnerin, Mutter, Schwester, Freundin, Arbeitskollegin. Alle diese Identitäten fallen ab. Schwager, Schwägerin, Onkel, Tante, Ex-Mann, Ex-Frau, all diese Etikette fallen von dir ab. Neffe, Nichte, alles. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und erlaubst jetzt ganz bewusst in dich zu gehen und in dir, in einer ganz, ganz dunklen, dunklen Ecke von dir, in einer Höhle, wohnt dein Einsiedler, dein Eremit, dein Saturn-Prinzip, das Prinzip der Zeit und der Struktur. Und dieses Prinzip der Zeit und der Struktur ist unberührt von persönlichen Gefühlen, von Sentimentalitäten, von Emotionen. Das ist tiefe, tiefe Klarheit, Gerechtigkeit
und Stabilität. Und diese innere Stabilität erwacht jetzt in dir. Diese innere, man könnte schon sagen Strenge, aber ich würde eine positive Strenge sagen, erwacht jetzt in dir. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir jetzt, dass dieser Eremit, diese Strenge, sich ganz klar in dir aktiviert. Und in dieser Klarheit lässt du jetzt aus deinem Herzen und aus deinem Solarplexus alles abfließen, was nicht mehr zu dir gehört. Und zwar alle Leute, alle Beziehungen von Ex-Partnern, Ex-Freunden, Arbeitskollegen, Dienstverhältnissen, egal wer dir da einfällt. Stell dir mal vor, du nimmst Fotos von diesen Personen, so mentale Fotos, und legst sie in diese Kiste. Aber völlig ohne Emotion. Ganz klar und kühl. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Leben für diese Personen. Oder, wenn dir das zu hart erscheint, für Emotionen in Bezug auf diese Person, für Verbindungen in Bezug auf diese Person. Atme tief ein. Und wieder aus. Und erlaube jetzt, dass du wirklich diese ganzen Kisten, diese ganzen alten, angestaubten Gefühle, diese ganzen alten, angestaubten Verbindungen in diese Kiste gibst. Und schau mal, wie alt, vermodert und vielleicht schon schimmelig diese Kiste ist. Das ist sicher nichts, das man sich aufhebt. Die hat ihr Ablaufdatum wirklich schon erreicht. Und jetzt fließt nochmal aus dem Solarplexus was in diese Kiste rein. Und nochmal aus dem Herzen etwas in diese Kiste rein. Und dein Eremit hat einen Stock, einen Wanderstock. Deinem inneren Kind kommt dieser Stock vielleicht vor wie ein Zauberstab, aber es ist ein Stock. Und mit diesem Stock, tock, 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 stampft er dreimal am Boden auf. Das kannst du jetzt auch machen. Stampf, 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 dreimal am Boden. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du siehst, mit diesem Stampfen hat sich diese Kiste geschlossen. Und da sind alle Verbindungen drin zu Personen, die du nicht mehr benötigst, die dir nicht gut tun. Und diese Kiste gibst du jetzt nach oben ins göttliche Licht ab, ins goldene Licht. Da wird es abgesaugt und du atmest tief ein. Und nochmal aus und tief. Und du spürst jetzt, dass du losgelassen hast. Und die innere Strenge, dieser innere Saturn, zieht sich jetzt zurück. Und in diesem Augenblick spürst du, wie sich dieser innere Saturn zurückzieht, wie dein Herz aufgeht, heller wird, voller Liebe und auch wie dein Solarplexus sich öffnet, wie er die ganzen sozialen Verkettungen abgegeben hat und wie dein Solarplexus mit seinem Strahlen den ganzen Raum erfüllt. Und dein Herz strahlt
Und du spürst jetzt, so als hätte dein Solarplexus Augen und so als hätte dein Herz Augen, dass sich die Augen von Solarplexus, Herz, deinem inneren Kind und deinen bewussten Augen treffen. Und sie sind getrennt und doch eins. Und du spürst, wie in deinem Rücken eine Woge aus Licht, eine unendlich große Woge aus Licht zusammenklappt, wie ein Wellenbrecher und alles Vergangene aus deinem Leben spült. Du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du klarer und freier geworden bist. Du spürst jetzt auch die angenehme Erdung, die angenehme Kraft von Mutter Erde, wo du merkst, mir fehlt gar nichts, auch wenn ich jetzt ganz viel losgelassen habe, mir geht nichts ab, sondern ich bin im Schoß von Mutter Erde und im Licht vom göttlichen Vater und ich bin frei. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Lässt diese Meditation nochmal nachwirken. Und kommst dann Schritt für Schritt in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du spürst, dass du frei bist und losgelassen hast. Genieß noch etwas diesen Energiefluss. Genieß mal, wie sich Freiheit anfühlt. Und du kannst diese Übung natürlich immer wiederholen. Denn eines ist wichtig. Dieser innere Saturn, dieser innere Zeitwächter und Eremit, der ist ja in dir drinnen. Denn der ist jetzt nicht irgendwie hergezaubert worden, sondern das ist deine innere Kraft, das ist deine Stärke. Das ist deine innere Nüchternheit, die dich aus der Sentimentalität holt und dir so ermöglicht, diese Dinge auch loszulassen und der Zeit zu übergeben. Und das war jetzt der zweite Teil der dreiteiligen Reihe Loslassen. Und wir sehen uns jetzt dann beim dritten Teil wieder, wenn du möchtest. Und beim dritten Teil geht es jetzt dann um Loslassen von materiellen Dingen und auch Umzüge, wie man leichter Objekte loslässt und dann natürlich auch übersiedelt.